Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012, zum zweiten Lauf der Formel 1 in Malaysia. Informationen dazu: Qualifying 7. Rennen 4. Trocken, trocken, trocken. Sonntag ist es sogar sehr heiß. Das freut mich. Und wir springen dann einfach mal in das Training. Er führt jetzt hier 23. Okay, okay, okay. Letztes Rennen 3. Mit ein paar Schönheitsfehlern. Sag ich jetzt erstmal. Schönheitsfehlern. Aber jetzt ist Malaysia dran und nicht Australien. Thema Rückblenden. Ein ganz, ganz großes Thema. Im letzten Video. Was? Absolviere 3 Runden mit einer mageren Benzingemischung. Müssen hier nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Okay. Was haben wir denn da für eine Zeit? Okay, ich gehe jetzt hier nicht dran. Okay, wir haben noch 11% Regenwahrscheinlichkeit im Training, 0% im Qualifying, 0% im Rennen. Erstmal ganz kurz das Williams Setup hochladen, genau. Wir fahren mit der härteren Mischung und wir fahren noch sofort dieses Ziel und Forschung. Absolviere 3 Runden mit dem mageren Benzingemisch. Du musst in jeder Runde die vorgegebene Zeit unterbieten. Reduziert den Motorverschleiß um 10%. Ja, da habe ich ja ganz, ganz viel von. Wir wissen Aerodynamik-Teste oder sowas wie lieber gewesen, ja. Konkurrenzfähigeres Auto. Mit den Motoreinstellungen. Ich möchte, dass du rausfährst, die magere Einstellung wählst und dann 3 Runden absolvierst. Du musst in jeder Runde die vorgegebene Zeit unterbieten. Also 1,49,029, das sollte machbar sein hier in Malaysia. Was werden denn in Malaysia ins 30er Zeiten, oder? So. Ich werde keine Rückblenden im Training und Qualifying mehr verwenden, nur noch im Rennen. Ja, damit wir das Thema schon mal abgehakt haben. So, ich frage euch das Qualifying, ist das Qualifying eh futsch? Dann habe ich mich gewinnt im Rennen. So, gut, um Fehler auszumerzen ist eigentlich auch nicht mein Ding, aber ich muss mich echt an diesem scheiß Lotus gewöhnen. Aber ich denke, wenn man leise ist, sieht es eh wieder anders aus. Wieder zum Thema Rückblenden. Deswegen sage ich so ein bisschen unterm Strich, der dritte Platz sich mit unfairen Mitteln erkämpft. Aber ich habe auch das Gefühl, hier der Lotus fährt sich ein bisschen komplizierter als der Sauber. Nur das Gefühl, das ändert sich ja jedes Mal. Aber ich denke mal, Malaysia sieht da die Sache eh wieder anders aus. Nur eine DRS-Zone. Womit man sich dann eh wieder anders verteidigen muss als in Australien, aber ich möchte jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen und mich auch eher hier drauf konzentrieren, auf dieses Rennen hier. Da ist das Auto kurz gerutscht, macht aber gar nichts. Diese Kurve hier ist entscheidend. Die Zeit fahre ich dreimal locker. Bei der Lotus fühlt sich, ich sag mal im Vergleich zum Sauber. In der zweiten Saison kämpft jetzt eh nicht gut an. Also ich fahre jetzt hier keinen Williams mehr, wo ich zu kämpfen habe. ...1,41,1 fährt man hier. Also habe ich ja richtig Polster nach oben. So schön, wie das Auto über diese schöne Kurve fährt. So, der Wern hätte mich auch mal vorbeilassen können. Danke! Doch schon mehr Aerodynamik, mein Gott, 10 Uhr am Abend, schwer zu reden. So, der Lotus kommt schon mal viel besser um die Kurven als damals der Williams.
Oder auch der Lotus in der Koop-Saison. Also der fährt sich grundlegend anders hier. ...1.40.2 ist der Schumacher gefahren. Etwas zu spät gebremst. Zweiter. Ja, einmal cool bleiben. Okay, da bleibt wieder das vordere rechte Rad kurz gehen. Und hier bleibt kurz das vordere linke Rad stehen. Ich habe echt Probleme mit Verbremsern. Auto, ist da nicht Inchcabin in dieser schönen Kurve? Das freut mich jetzt schon. Ich kann schön sauber hier den Mittelsektor fahren. Unterm Lager. Malaysia liegt noch schon wieder viel, viel besser als Australien. Und China, glaube ich, sogar noch mehr. Also, das könnten ja zwei super Rennen werden hier. Auf fairer Basis. Ich sehe es auch ein, dass die Rückblenden scheiße waren, ja. Unprofessionell, gebe ich ehrlich zu. Gut gemacht. Wir haben jetzt aussagekräftige Daten. Vielen Dank. Jawohl, kein Problem. Ich muss schauen, ob ich den siebten Gang vielleicht um eine Stufe noch länger mache. Okay, mit Gewalt kann ich das Auto aber auch nicht in diese Kurve reinzwängen. Und 100 ist schon zu spät zum Bremsen bei Standard, alles klar. Die Kurve darf man den Schalterpunkt überhaupt nicht verfehlen, das ist tödlich. Ich könnte eine andere Diskussion auch noch ins Spiel bringen hier ins Training. Nämlich der ist jetzt ab 2013 sowohl im Training als auch im Qualifying als auch im Rennen nur noch an den besagten Stellen möglich. Ja. Dass so sinnvoll ist, wage ich mal dahin zu stellen. Was ist der mit gefahren? Okay, er ist langsamer gefahren jetzt als ich. Die immer noch mit harten Reifen unterwegs. So, Hamilton und Perez jetzt hinter mir. Also die großen Namen wieder. Bauen denn hier die Reifen ab? Gar nicht, okay. Ich
Wir hätten den Poller da schon mitgenommen. Wenn Daniel fahren würde, hätte ich gesagt, er hätte den Poller schon mitgenommen, aber er fährt leider nicht mit. Da haben mich auch schon wieder welche gefragt wegen der Koop-Saison. Was damit eigentlich ist. Also Daniel und ich treffen. Wir können jetzt keinen. Nicht mehr so oft gemeinsame Termine ausmachen. Weil ich hier in die Schule gehen muss. Du bist in allen drei Sektoren schneller als Romain. Wenn ich nicht schnell als Romain bin, das ist ja wohl logisch. Das Auto, das war jetzt mal komplett instabil. Kompletter Querschläger war das jetzt. Ein 37,9 bin ich jetzt schon gefahren. Da ist das Auto wieder leicht von mit der Vorderachse geschoben. Oh, oh. Das war auch nicht optimal. Aber die Reifen lassen doch gar nicht nach. Das ist schön. Kostet um 18. gekostet. Also Q3 sollte diesmal schon drin sein. So, Alonso ist jetzt neuer Zweiter, okay. Also Ferrari konnte ich ja noch gar nicht einschätzen hier in diese erste Saison rennen. Wie das hier im zweiten aussieht. Deine Zeiten in den Sektoren 1 und 3 sind in Ordnung, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 2. Das ist mir schon klar, dass ich viel Zeit im Sektor 2 verloren habe. Aber ich habe auch schon im ersten Sektor viel Zeit verloren. Auch wenn es nur unterm Strich 2/10 waren, es waren schon viel. Sag schon alleine diese Links-Rechts-Kurve hier. Ja, nicht optimal. Überhaupt nicht optimal, wollte ich diesmal so ausdrücken. Warum wäre nicht optimal? Keine neue Bestzeit, nein. Warum fährt man den hier auch zu? Okay, jetzt ist mein DRS auch noch rausgefallen. Wunderbar. Wunderbare Scheiße. Wer wird weiter jetzt? Okay. Jetzt kann man den Rennspeed wieder ein bisschen trainieren. Das ist doch schon ein Unterschied. Sektor 1 sind richtig gut, aber du verlierst ziemlich viel in Sektor 3. Wenn mir das DRS ausgefallen ist, kann ich ja keine neuen Bestzeiten hinknallen. Das ist ja nicht möglich. Aber ich kann jetzt auf Rennspeed trainieren. Merkt man doch schon, dass die Bremspunkte komplett anders sind als mit DRS. Ist ja auch logisch, wenn man viel langsamer fährt. Hier habe ich zum Beispiel seinen gleichen Bremspunkt gebremst, hat überhaupt nicht gepasst. Kers, ich denke mal, die optimale Verteilung ist ganz nach der ersten Kurve und dann die letzten beiden langen Geraden noch sich verteilen. Ich denke mal, das ist eines. Eine gute Kersverteilung hier in Malaysia. Sepang Circuit, da gibt es ja auch wieder eine neue Nachricht. Dass man ja. Dass es geplant ist, eine zweite Rennstrecke in Malaysia zu bauen im
Süden davon. Die Stadt und wo ganz genau ist mir es auch. Ist mir auch nicht im Kopf geblieben, aber auf jeden Fall habe ich es gelesen. Und bin ich aber gespannt, ob die Formel 1 hier den Sebring Circuit dann verlässt. Das ist schon Austragungsort hier seit 1999. Also jetzt gut, dann 14 Jahre. Dann 2013 auch 19 Strecken im Kalender, so eine weniger. Welches rausgeflogen? Da kann ich mal nachdenken, welches rausgeflogen jetzt. Schwierigkeiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnte man jetzt eigentlich durchgehen. Aber in der Planung steht vielleicht noch Türkei als 20. Türkei war eine schöne Strecke mit dieser vierfachen Linkskurve. Bin ich jetzt 2011 gern gefahren, die Strecke. Jetzt können wir langsam mal in der DRS mal wieder funktionieren. Also drehe ich gleich am Rad hier. Zehnte langsamer. Frage ist, ob das gut ist. Und ich fahre noch weiterhin auf Legende. Ich glaube, damit habe ich alle Kommentare mal beantwortet jetzt, die im letzten Video gekommen sind. Man könnte euch ungefähr auch denken, wann ich dieses Video aufgenommen habe. 6.12. um Mitternacht, auf kurz vor Mitternacht, besser gesagt. Du lässt Zeit in den Sektoren 1 und 3 liegen. Ja, von den 3 ist so echt so ein DRS-Sektor. Die erste ist, glaube ich, dann noch zu verschmerzen. Mit 16 ist ja doch nicht zu verschmerzen. So, wir fahren schon mittlerweile meine 10. Rennrunde. Oder Trainingsrunde. Ich sag automatisch über Rennrunde. Oh, jetzt scheint mir der jetzt wieder zu funktionieren. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten 2 Runden rein. Ach, hat er nochmal gekonnt abgefangen. Und ich habe mich ans Auto mittlerweile eigentlich daran gewöhnt, es auch wieder gut abzufangen. Noch 2 Runden Sprit an Bord. Ich denke mal, da gehen wir jetzt gleich in die Boxengasse. Waren diese Runde noch zu Ende? Noch mit. Du verlierst eine Menge Zeit in den Sektoren 1 und 3. Sektor 2 ist okay. Da sieht man, dass ich schon in den Drehzahlbegrenzer komme. So, nach rein KTGR, mein Freund und Helfer. Ziemlich weit nach rausgetragen. Pick. Da habe ich gedacht, du machst ein bisschen besser Platz. Aber wo solltest du auch hin, ja? Kann ich dir eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Nur diesmal muss ich es mit Qualifying wieder auf eine Runde hinbekommen. Das wird die Kunst sein.
Also ich glaube, ich werde ein bisschen mehr Kerls dann im ersten Sektor benutzen. Ja, weil hier komme ich doch ziemlich schnell in den Drehzahlbegrenzer ran. Die letzten beiden lang geraden. Das ist da nicht so gut. Ich werde auch schon den zweiten Motor hier benutzen. Ja, ich werde dran denken, den Motor zu wechseln. So, ich könnte jetzt eigentlich nur mal rausgehen und mal mit den weichen Reifen testen. Also, was fährt denn der Weber 1.38.2? In den Sektoren 1 und 3 liegen. Ja, ich lasse im dritten Sektor 2 Zehntel liegen, das ist schon viel gegen Mark. Ich lasse aber auch im Mittelsektor was liegen, oh. Wird nicht einfach werden. Konkurrenz ist stark, ja, sonst wäre es auch langweilig, ey. Ah, die sind aber schon mit weich gefahren. Okay. Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Wenn die natürlich mit weich fahren, ist das natürlich das Ganze durch ganz andere Richtzeiten, die ich auch fahren kann mit weich. Okay, wir haben hier die ganz harte Mischung. Und dann haben wir die Mischung, mit der ich am besten zurechtkomme. Ich würde sogar diesen Reifensatz sogar noch verwenden jetzt. Schauen wir mal ganz kurz, welcher Motor drin ist. Ach, der erste, okay. Der hat nur noch 94%, also. Wir werden jetzt ein bisschen Qualifying betreiben. Mhm. Wir werden rausfahren mit weich, damit ich mich an diesen Reifen dann für Q2 mich gewöhne, weil Q1 sollte nicht das kleinste Problem mehr darstellen. Also, was die Großen können, das können wir auch. Außerdem möchte ich auch wissen, wie lang halten diese Reifen. Also wir sind ein bisschen mehr Training wieder einbauen, ja. Damit halt das aus dem letzten Mal dieses... damit die Fehler geringer werden. Ich wollte ihn eigentlich vorbeilassen, aber der ist noch Kilometer weit hinter mir. Der Toro Rosso. Das war zu schnell in die Kurve rein, aber wir waren noch im dritten Gang. Das war natürlich ein Gang zu hoch. Okay, jetzt muss ich die DRS schließen, sonst bricht mir das Heck aus. Zum Glück war ich nicht auf eine schnelle Runde der La Rosa. Der fährt aber immer langsamer hier, der Schumacher. Der fährt echt Kaffeefahrten mittlerweile. Der schießt sich ja überall im Weg. Wir haben so gut eingebaut hier, muss ich echt sagen. Wie so ein alter Formel 1 Rentner fährt der hier um den Kurs. So, die Reifen sind jetzt zu warm. Ricardo ist hinter mir, der mir ein bisschen stört natürlich jetzt. Und los geht's. Du verlierst eine Menge Zeit in den Sektoren 1 und 3. Sektor 2 ist okay. Zu schnell. Das war schon zu schnell. Auch für den weichen Reifen. Ich glaube, der ist immer noch nicht 100% sicher auf Temperatur. Mal in hellgrün. Wenn mein Auge mich jetzt nicht mehr um die Uhrzeit beeinträchtigt. Aber eine Zehnte habe ich schon Rückstand.
Und dann kommt wieder der nächste Verkehr. Scheiß Pick nehme ich zum Beispiel. Kaum war ich in der Box, geht der Poller wieder. Also die Kurve, die nehme ich irgendwie falsch an. Ja. Weil ich hinter einem herfahre, habe ich das Gefühl, das Auto untersteuert. Der weiche Reifensatz echt nicht um einige schneller hier. Eigentlich müsste er das sein. Das hat ein bisschen mehr die freie Runde auf. Jawohl, 13. Da macht es doch schon was aus. Voll quer gestanden. Mal wieder. Noch 13. habe ich mitgenommen. Mit diesem Reifensatz. Das hat untersteuert in dieser Kurve doch extrem. Und ich fasse immer noch falsch an, weil Button ist mittlerweile Zweiter. Das ist auch wieder untersteuert. Ja, 2 Zehntel habe ich noch verloren im letzten Sektor. Aber es geht schneller. So, 1,37,5 sollte drin sein. Eigentlich. Okay, klare Verwarnung. Schneller Richtungswechsel, das ist, da bin ich nicht gut drin. Die Runde wäre schneller gewesen, den nehme ich jetzt einfach mal an. Oder wird schneller sein. Ja, war sogar auf schnell 1,47,4, wie gesagt, also die Zeit ist möglich. Wenn diese Kurve nicht so knifflig wäre. Roman ist momentan auf Platz 9.
nicht optimal. Der Schlusssektor wieder hier. Reicht aber. Romain liegt in allen drei Sektoren hinter dir. Dann nehme ich doch noch was Gutes mit hier. Das Qualifying gleich. So die 15. Runde, die ich jetzt hier gefahren bin. Das sollte jetzt aber auch reichen. Ganz ehrlich, man braucht doch dieses Training. Oder zumindest ich brauche es. Andere brauchen es eigentlich noch intensiver. Andere Let's Player. Das hat sich mit dem Qualifying jetzt wieder abgewöhnt, da so hart rüber zu fahren. Schau ich gleich nochmal, was meine persönliche Bestzeit wäre. Hamilton ist neuer Zweiter. Ich denke mir, das ist auch mit, weil ich gefahren. 14. kann ich sogar noch raus. Und das ist eine Reifen. Vor allem, wie ich auch noch das Ferrari aufhole. Brech mir das Ganze ab jetzt. Jetzt breche ich es endgültig dann ab. Das Training. So, schiebt mich bitte rein. Danke. So, dann geht's. Wir müssen diesen Motor wechseln. Ganz wichtig, dann geht's Qualifying. Ich will einen frischen neuen Motor hier haben. So, 7 Zehntel habe ich jetzt Vorsprung. Du bist in allen drei Sektoren schneller als Romain. Ich könnte einen 1:37.1 fahren. Okay. Sieht ja mal ganz, ganz gut aus. So. Motorwechsel. Danke. Ah, kann man mal ran. Gut gemacht. Platz 1. Ganz stark. Wo sind denn die beiden sauber? Was ist denn hier los? Also ich kann meinen Teamkollegen auch hier wieder mal deutlich schlagen. Qualifying 1. Sepang International. Saki. Ich bin heute guter. Ich habe heute gute Laune. Nur die Stimme möchte heute nicht so, wie ich das möchte. So, Ziel wäre der 7. oder besser, halte ich für realistisch. Wir haben das Auspuffsystem des Wagens modifiziert. Sie sollte den Motorverschleiß etwas reduzieren. Motorsoftware reduziert den Motorverschleiß sehr sauber. Immerhin etwas. Team Tennis Duell. Ich hab's mir gedacht. 4:1. Schnellste Runde war irgendwie klar, dass das der Romain Grosjean wieder schafft im Rennen von Australien. Mein Gott, was ist denn heute los? Gut, wenn wir jetzt was sagen, ich würde mal hier. Wo wäre ich realistisch rausgekommen? 7., 8., 9. Bin ich immer noch vorne mit 3:1, also. Ziehen wir mal ein paar Punkte ab, dann am Ende der WM, wenn dann gut, wenn es nichts ausmacht, dann redet da eh keiner mehr drüber, sag ich dann immer. Außer ein bisschen viel gequatscht. Jetzt machen wir mal ein bisschen Sprit hier noch rein. Und gehen dann auf die Strecke. Alles bereit. Ganz ja gut. Wenn alles bereit ist. Und los geht's. Ja, ich mache immer für 6 Runden Sprit an Bord, da kann ich 2 Runden fahren, ohne Probleme.
vor allem musst du diese Reifen, die harten Reifen auch auf Temperatur kriegen. Also die Weichen waren jetzt eigentlich nicht so sehr das Problem. Wenn die Räder ein bisschen durchdrehen lässt, dann werden die schon warm. Ein paar Donuts fahren. Dann überhitzen sie eigentlich nur noch. Und in dieser Kurve merkt man es dann doch deutlich, dass das, ja, kalten Reifen fängt das Auto hier, möchte untersteuern. Ich hasse ja Untersteuern des Autos. Das Gefühl, das Auto möchte gerne rutschen jetzt auf diesen Reifen. So, lassen wir diesen Abstand. Optimum raus beschleunigen. Los geht's. So, 1,37 sollte dabei schon rauskommen. Bei keinem Fehler. Da Schumacher fährt ihm schon so eine Zeit. Warum meint mir jetzt Phelps hier voll in die Karten zu spielen? Oh, extrem früh gebremst. Vierter. Wie gesagt, ich fahre noch eine Runde. Aber gut aus. Letzter Sektor. Boah, 1,36,7. Da
Und da hab ich das Auto mal richtig gepresst hier mit diesem. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Also, da merkt man schon einen gewaltigen Unterschied zwischen Australien und Malaysia. Da sieht man, dass ich mit dem Auto einfach viel besser klarkomme. Fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Ich denke, wir werden hier eine Zweistufstrategie fahren müssen. Weil die Reifen halt hier doch einiges durch. Und die Zeit reicht mal locker für Q2, genau. Aber wie gesagt, den Qualifying springe ich nicht, da spule ich nur die Zeit vor. Wie viel macht dieser neue Motor aus? Jetzt extra einbauen lassen. Hab. Das ist natürlich auch eine Frage. Man muss die Motoren noch gut verteilen über die Saison. Nicht so wie ich das letzte Mal gemacht habe. Da noch vier frische Motor gehabt, ey. Mit zwei aus richtig kaputten Motoren in Anführungsstrichen bin ich ja dann auch noch Rennen gefahren. Mit so 80% Leistung sind 20%, die mir im Rennen fehlen, ey. Romain liegt in allen drei Sektoren hinter dir. Kein Problem. So, bleibt das überall trocken? Jawohl, dann habe ich echt gute Karten hier. Zum Beispiel sieht man es, jetzt habe ich da 99%. Spulen wir die Zeit vor. Der Werber ist nochmal rangekommen. Juhu! Noch 5 Minuten. Noch 4. Ich könnte sogar probieren, mit Hard ins Q3 zu kommen. Gut so, du hast Q2 erreicht. Das wäre schon hart. Oder schwer, weil der Fernando ist 10. mit 1,37,5. Ausgeschieden. Felipe Massa ist im Ferrari ausgeschieden. Oh. Aber knapp. Ja, Bruno Senna wird auch. Na gut, dass jetzt Verne und Ricardo da unten sich eingereicht haben, ist klar. Nach dem letzten Qualifying ist das jetzt klar, dass Toro Rosso jetzt Skate Times Platz eingenommen hat. So, Qualifying 2, wenn alles klappt, sollte ich hier weiterkommen. Das Ziel ist immer noch, werde 7. oder besser. So, wenn wir eine Minute warten, das war dann noch optimaler, als sofort rauszufahren. Schön, was das geht. Bei höheren Anwendungen spielt das Gas mit der Aggressive an. Dadurch nimmt die Beschleunigung zu. Aber bei niedrigen Grip-Niveaus wird es schwierig, die Balance zu finden. Genau. Das ist doch so bei Fett. So, die Minute ist jetzt ungefähr gleich rum. Und McLaren fährt auch schon raus. So, nice. Da fährt noch gleich jemand raus. So, jetzt fahren wir auch mal raus. Reimen wir uns da mal ein. Legen wir los. Vielleicht brauchen wir sogar zwei Ones, wenn ich es eigentlich nicht ausgeben möchte. Also das Spiel ist so so programmiert, dass es mir ganz zum Schluss immer die angefahrensten Reifen gibt. So, Grosjean ist glaube ich hinter mir jetzt. Vielleicht sollte da wieder nochmal was drin sein.
wieder meine Lieblingskurven hier mit kalten Reifen. Und jetzt geht noch auf dem Programm. Ich glaube, Valencia ist gar nicht mehr in diesem Rennkalender drin. Das könnte sein, weil in Barcelona Valencia, da wird ja geplant, dass sie im Deutschland Grand Prix, ja, wie man es geplant hatte, immer im abwechselnden Rhythmus stattfinden zu lassen. Also Barcelona Valencia, so wie bei uns das ja hieß, Nürburgring, Hockenheimring, was ja bei uns dann auch nicht mehr gibt, seit der Insolvenz von dem Nürburgring. So, ich habe Platz da vorne frei. Das ist schön. Oh ja, diese Lücke. Alle auf der Strecke, kann keiner aus der Box, kannst du mir im Weg stehen. Also ich muss sagen, habe ich das optimale Fenster gefunden. Nicht optimal. Auch überhaupt nicht optimal. So, was mich vorhin gefallen, 1:36,7. Okay, damit ist die Runde schon mal hin. Wollen wir mal schauen, was ich gleich fahren muss als 10-Platzierter. Jetzt 1:38,0, das ist ja mal eine langsame Runde. Soll das eine Aufwärmrunde sein oder was? Die Reste 1:38,0. Was sind jetzt für Zeiten hier? Hallo, drückt die mal weiter nach unten. Die Reste auf 1, was ist denn jetzt los? Hab ich was Falsches getrunken oder was? Ja, Alonso, danke. 1:36 sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Button jetzt 10. Kobayashi jetzt 10. Maldonado schnellster. Die Reste 10. Hamilton jetzt schnellster. Kürzester Weg. Pole Position. Also Hamilton muss sich anstrengen, wenn er die Pole haben möchte. Weil das ist auch Luft nach oben bei mir. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Ich denke mal, mit dieser Runde bin ich auch weiter. Also wie gesagt, bei mir klappt das nie auf eine Runde. Also wenn das Qualifying-Format nur von... wo die nur eine Runde fahren durfte, ich weiß gar nicht, wann war das? 2005 war es auf jeden Fall noch so. Ich
weiß gar nicht mehr, wann hat man es denn eingeführt? 2008, 2007? Das Format hier ist aber schon ein bisschen älter. Davor gab es ja dieses Format, ja, eine Runde, da muss es passen. Aber das wäre gar nicht mein Fall gewesen. Weil dieses Format echt... Ich finde es am besten, also wenn man das Format wieder rausnimmt, dann... Was ich mir eigentlich nur wünsche, ist, dass man noch ein Q4 einbaut, wie in der DTM. Das wird mir nur noch schmecken, dass sie sich die besten 5 von mir aus, ja, eine Chance auf die Pole Position haben. Kann ja zum Beispiel dann ein Vettel, wenn er nur 6. ist, ja, Nachteile haben. Weil dann wird die Position nicht noch wertvoller. Jetzt wollte ich aber gerade wieder die Runde beenden, aber ich fahre mal lieber in die Boxengasse. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten 2 Runden rein. So, bin ich schon. Die eine Runde habe ich ja sofort abgebrochen, deswegen habe ich nur so viel Sprit an Bord. So, Grosjean wieder rausgeschickt. Jawohl, geht gerade mein Teamkollege. Der offenbar Probleme mit diesem Auto hat. Na gut, man hat mir ja nicht ohne Grund einen Vertrag angeboten als erster Fahrer. Also theoretisch Sektor bisher ist 1,35,9. Wo ist denn der Grosjean? 7. Also wäre auch weiter. Den gilt es jetzt hinter mir zu halten. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Ja. Ah, Hamilton wird echt mein Hauptgegner werden, auch in diesem Rennen. Den habe ich geschlagen in Australien, ja. Den habe ich hinter mir gelassen. Ich glaube, der wurde 5. Kobayashi hat gewonnen und Button, das waren die 2, die mir vor der WM gehen. Bruno Senna auf der 11, Michael Schumacher auf der 12, Nico Rosberg auf der 13, Heikki Kovalainen auf der 14, Hülkenberg von 15, Pauli Rester 16, Vitali Petrov 17. Also hat man doch schon ein paar Veränderungen hier. Als in der ersten Saison. So, Qualifying 3, oh, das könnte doch vielleicht noch so ein kleiner Regenschauer geben. Wovon ich jetzt eigentlich aber nicht ausgehen möchte. Ziel, werde 7. oder besser. Das ist machbar. Ich denke mal, hier habe ich sogar Pole-Aussichten. Los. Jawohl, los geht's. Ich finde es schön, dass man nur AAA drücken muss. Oder XXXX. Oder Enter, 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 Enter. Wenn man raus möchte, glaube ich, bin noch der Erste. Jawohl, ich bin der Erste. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Konter. Bourgeois wird auch rausgelassen. Ich denke mal, wenn ich nochmal so eine Zeit hinknallen kann, dann bin ich Pulk-Setter hier. Fürs Rennen. Sind gleich schon warm. Oh, die sind schon warm, kann man fast sagen. Ich mach's jetzt noch mal ein bisschen warm. Besonders die Vorderräder, die brauche ich in der ersten Kurve ganz besonders. So kann man auch Reifen warm machen. Aber der vordere Rechte ist noch nicht so ganz auf Temperatur. Jedes Grad ist hier entscheidend.
bisschen vorsichtig angegangen, die Kurve. Oh, die Kurve habe ich verhauen. Jetzt habe ich auch verhauen. Ja. Letzter Sektor wär's. Du bist noch weiter. Jetzt ist ein Fernando gefahren. Romain ist auf Platz 3. Hab ich echt gerade Gelanos durchgereicht. Ja, der letzte Sektor war's. Noch 5 Minuten. Leichter Regen. Oh, zweiter nur. So leichter Regen in ein paar Minuten. Boah, ey. Und da habe ich gesagt, ich habe echt super Chancen auf die Pole Position. Boah, dann hau ich irgendwo wieder im letzten Sektor weg, ey. Schon bitter. Das waren ja nur ein paar Zehntel oder ein paar Tausendstel sogar. Hier hätte ich ja noch richtig Vorsprung. Ja, 2 Zehntel. Und dann wieder der letzte Sektor. Ja, der reine KI-Sektor. Mit schnellen Kurven hier. Aber ich habe nicht allzu viel Zeit diesmal verloren. Wie noch damals im Williams, glaube ich, habe ich über eine Sekunde oder hier oder so verloren. Auf jeden Fall mehr als eine halbe Sekunde. Wir haben noch 3 Minuten. Die Frage ist, nehme ich diesen neuen Reifen jetzt lieber mit? Oder fahre ich noch mal raus? Begnüge mich mit Platz 2. Ich denke mal, ich begnüge mich mit Platz 2. Mich auf der rechten Seite. Man kann den Hamilton vielleicht attackieren. Du scheinst etwas Zeit in.
Zweiter. Das ist der zweite Platz. Optimale Voraussetzungen für das Rennen morgen. Optimal wäre Platz 1 verloren, ey. Oh Gott, ey. So, wollen wir uns mal hier anschauen. Was haben wir denn da? Schönes Hamilton auf 1. Ja, kann ich mit leben. Button auf 3. Vielleicht nicht so ganz. Alonso auf 4 kann ich mit leben. Kobayashi auf 5. Der Australiensieger, okay. Mark Webber auf der 6, Basto Maldonado auf der 7, Vettel auf der 8, Romaz diesmal ins Q3 geschafft. Mit mir auch. Platz 9, auch ein gutes Ergebnis. Sergio Perez nur auf der 10, das ist ein bisschen enttäuschend, aber bunt gemischt auf jeden Fall. Glückwunsch an Hamilton, dass wir um 37.000... Tausendstel, ja genau, 37.000stel geschlagen. Das könnte unterhaltsam werden, wenn ich mich echt gegen die beiden McLaren weiterhin durchsetzen muss. Obwohl ja Sauber stärker war im Rennen, ja. Abwarten, auf welche Benzinstrategie der Hamilton unterwegs ist. Werde 7. oder besser haben wir diesmal erreicht. Teamkollege wurde, wie gesagt, 9. Wir gratulieren Lewis Hamilton zu dieser Pole Position. Bin ein fairer Verlierer. Und sage dann einfach mal bis zum Rennen.